Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, die Grüße gehen heute an Crone Maxi, an Sophia und an Lorena Lay. Liebe Grüße an euch. Ja, wir starten in Deutschland und hier sind James und unser Mavari-Stütchen schon mal auf der Weide unterwegs. Wir schauen uns jetzt erstmal schnell die Post an. 5600 Münzen als Stallbursche verdient. In Mexiko wurden wir überholt. Das Dorf wurde besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Die Werbung lassen wir weg, ne? Gut, Gotland-Ponyzucht. Wo sind die beiden? Okay. Wir können Züchter-Event-Belohnungen nutzen. Aber Gratis-Verbesserungen würde ich jetzt nicht hier einsetzen. Ich würde es dann, glaube ich, beim American Celebrate oder beim Friesen. Ah, Mist. Aber ich glaube, das hätte auch nicht genug gebracht, ne? Na gut, wie lange haben wir denn das Event? Ah, 5 Tage nur noch. Oder vielleicht hier beim Zwilling. Aber ich glaube, hier haben wir ja wenigstens 13% Chance. Beim American Separate war es, meine ich, nur 11%. So, der Kleine ist erwachsen geworden. Wir verkaufen ihn mal, damit wir hier Xavier hinstellen können. So. Schnell mal was hintergeschrieben. Und wir versuchen es. Wobei hier natürlich auch die Kosten sehr hoch sind. Ach komm, wir versuchen es hier. Nee, ich möchte nicht. Aber hier die Julia mit auf die Weide. Achso, nee, können wir. Ja, ne? Dann holen wir uns hier mal die Salate noch. So, schnell ernten. Und dann schauen wir mal nach Frankreich. Die Friesenzucht müsste dann ja weitergehen. Das merkt schon so ein bisschen, ne? So, du bist nur mystisch. Verkaufen wir sie gleich mal. Und versuchen es mit King und Queen wieder. Nee, das war doch eindeutig, dass das nichts wird. Na gut, die Bretonen gehen erstmal zum Training. Skyhard auch. Und unser Cloud. Wir finden wenigstens mal 2 Diamanten. Das ist ganz nett. Und Mais und Geld haben wir gefunden. Können wir mal das Quiz anschauen. Wie nennt sich der Ort im Spiel, an dem die Pferde frei herumlaufen können? Paddock, Stall, Feld, das ist Paddock. Dann, von welcher Halbinsel stammt der Andalusier? Iberisch, Balkan, Sanghao, das ist Iberisch. Und welche Farbe hat im Spiel die Münze mit dem höchsten Wert in einem Jagdrang? Gelb, Blau, Violett, das ist Violett.
gut. Montana. Einmal schnell beim Emerald Celebrate den Zucht versuchen. So groß schätze ich jetzt unsere Chancen leider nicht. Ja, momentan möchten die Zuchten wieder einfach nicht klappen. So, der Tennessee Walker geht auf die Weide. So, Tokayo verkaufen wir jetzt erstmal wieder. Unseren Tinker müssten wir auch noch auf die Weide schicken. So, Bura ist da. Und wo ist unser Hengst? Bravestar, hier. Ja, im September soll es auch 20% günstiger sein, die Oasen zu erweitern. Ist natürlich schlecht, weil ich glaube nicht, dass ich im September noch bis zum Level 52 komme und dass wir die Oase in Großbritannien erweitern können. Das wäre natürlich schon gar nicht verkehrt. 20% weniger, ich meine, das ist schon was. Wieso? X-mal kann ich dieses Ding hier abholen oder was? Zählt das immer nicht? So, hier gibt es immer noch den Clown. Gut, brauchen wir irgendwie was an Getreide? Nein. Nee. Dann können wir hier auch noch mal ernten. Kaufen. Es ist zwar nicht so viel, was wir hierfür bekommen, aber immerhin besser als nichts. Gut, ja, zuchttechnisch heute wieder kein Glück. Wir könnten in Russland ja mal das erste Rennen machen. Mit Edda oder hier mit Risa? Oder hat Tommy mehr Geschwindigkeit? Nee, hat er nicht. Sam könnten wir, der ist geschwindigkeitstechnisch gut, ausdauertechnisch leider nicht so. Oder wir versuchen es mit Lara. Lara war ja schon ewig nicht. Die sah ja die ganze Zeit in der Oase. Gucken mal. Ja, ein bisschen Ausdauer geben wir ihr dazu. Und den zweiten Meilenstein, das könnte theoretisch unser exklusiv fabelhaftes Pferd ja schaffen. Das legendäre vielleicht sogar Spielstufe 2er. Vielleicht hätte man die Ausdauer gar nicht gebraucht. Ja, 100 Meter noch. Hätten wir wirklich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Aber gut. Hätte sie wahrscheinlich den zweiten Meilenstein auch schaffen können. Okay, ich lasse jetzt trotzdem meins auslaufen. Es tut mir leid. Na, dann kriegen wir vielleicht den zweiten Meilenstein noch.
das wollte ich jetzt nicht. So, genau, hier den ersten und dann braucht man bei hier theoretisch den dritten. Aber wir nehmen erstmal die beiden Rubine und nehmen wir jetzt wen anders? Ich würde sagen, ja. Risa, Tommy. Geschwindigkeitstechnisch nehmen sie sich nichts. Verbesserung haben sie auch das gleiche. Ist ja auch egal. Dann nehmen wir hier trotzdem einfach mal aus Prinzip alles. Wahrscheinlich hätten wir die Ausdauer auch hier wieder nicht gebraucht, aber man weiß ja nie. Wenn man dann doch ein paar Fehler zu viel einbaut. So, die Hälfte haben wir dann gleich. Wir haben nochmal Ausdauer bekommen. Die Wetterverbesserung hier, die bringt natürlich auch nochmal zwischendurch so einen kleinen Schub. Ist auch nicht verkehrt. Hier geht's ja noch. Wenn die Hindernisse irgendwann zu dicht stehen, dann ist das dann doch ein bisschen hinderlich, würde ich sagen. Deswegen ist es, finde ich persönlich, nicht ganz so verkehrt, wenn nicht jedes Pferd Wetterverbesserung hat oder zumindest nicht so stark ausgeprägt. Nicht auf Diamant. So, und damit haben wir den zweiten Meilenstein erreicht und haben eigentlich noch gut Ausdauer. Okay, dann lassen wir sie jetzt trotzdem ins Auslaufen. Reichen uns zwei Rennen? Ich glaube schon, ne? Ja, das Quiz haben wir gemacht. Gut, Fantasieinsel. Wir könnten ja trotzdem noch einmal schnell hinschauen. Einfach ein paar Sachen ernten und verkaufen, dann schadet ja nicht. Vielleicht auch mal die Weide sauber machen. Vielleicht finden wir ja noch mal ein paar Diamanten. Nee, Gras und Münzen, aber auch okay. So, dann haben wir hier noch was. Und... Oh, da hatte ich gar nichts. Das ist aber blöd. Wie lange dauert denn das? 2 Stunden. Ja, das ist schade, weil die, ich glaube, die brauchen wir auch hierfür. Haben wir denn noch welche? 36. Ja, 5. Ah, wir brauchen noch Honig. Wir sollten mal Honig ernten gehen. So. Die hätten wir jetzt einmal geerntet. Dann haben wir jetzt 22. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. 10 verkaufen wir mal. Gut,
dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, vielleicht klappt es dann ja wenigstens mal mit einer Zucht. Gut wäre natürlich der Zwilling, weil der ganz schön teuer ist auf die Dauer jetzt. Ich würde auch sagen, mit dem Zwilling pausieren wir dann lieber erstmal und schauen, dass wir die T4 Pferde kriegen. Dass wir die züchten. Und ja. Mal gucken. Exklusive Pferde müssten wir dann ja auch mal wieder. Nein, Konstellation 3 haben wir. Exklusive Pferde gibt es ja auch noch einige, die wir züchten können. Wie zum Beispiel das Biest. Rotkäppchen. Die haben wir. Tinte könnten wir eigentlich. Ja. Ja. Heiligkeit haben wir ja leider nicht bekommen. Das ist schade, aber den Cowboy haben wir noch freigeschaltet. Also Cowboy, Tinte, Rotkäppchen und das Biest, das sind 4 Stück immerhin noch. Und wer weiß, das nächste exklusive Pferd wurde ja schon auf Facebook bekannt gegeben. Gaia sah auch echt schick aus. Wird nur sehr schwierig für uns sein, die auch zu bekommen. Die soll dann nur über die Wettbewerbe. Kriegt man die jetzt schon bestimmt? Nee. Also nach dem Amurpferd bekommt man dann die Chance in der besten Liste wohl auf Gaia. Das weibliche Pferd, glaube ich, und das männliche gibt es zu kaufen. Oder umgekehrt. Na, auf jeden Fall gab es eins dann in der besten Liste zu gewinnen. Und eins gab es dann nur zu kaufen. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.